Das Besondere im Autohaus Kühne ist sicher unser Slogan, weil es persönlicher ist. Das ist seit vielen Jahren ein Motto in unserem Betrieb und wir leben es auch. Das heißt, bei uns ist der Kunde keine Nummer, sondern er ist ein Name, ist eine Person und er wird von jedem Mitarbeiter auch so angesprochen und begrüßt. Ich glaube, dass ohne eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit keine hohe Kundenzufriedenheit zu erzielen ist. Und wenn ich meine Mitarbeiter gut behandle, bekomme ich das zurück. Wir haben also ein sehr, sehr großes Programm um unsere Mitarbeiter gestaltet. Das fängt an bei einer Dienstwagenregelung für nicht geschäftsfähige Personen. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, wo wir für unsere Mitarbeiter die Kinderwagen bezahlen oder Kindergarten und Krippe bezahlen, also Familienpolitik machen. Wir haben eine Jubiläumsordnung, wo wir ältere Mitarbeiter auszeichnen für eine lange Betriebszugehörigkeit. Also viele Werte, die heute manchmal nicht mehr so als modern bezeichnet werden, leben wir, gestalten wir und instrumentalisieren wir. Und ich glaube, dass ich das durch Mitarbeiterzufriedenheit und durch Loyalität zurückbekomme. In dem Moment, wo ich flexible Arbeitszeiten habe für meine Mitarbeiter, ist der Mitarbeiter natürlich auf Arbeit auch entspannter, glücklicher und kann den Job machen, den er will. Und ein entspannter und glücklicher Mitarbeiter empfängt den Kunden auch freundlicher, netter, persönlicher und hat für den Kunden Zeit und kann sich seine Probleme anhören und kann sie auch bis zum Ende lösen und ist ansprechbar. Und das ist ein wertvolles Gut. Also ich bin seit 2 Monaten jetzt Großvater geworden. Das heißt, die 5. Generation ist am Start. Und mein Sohn, die 4. Generation, ist schon im Unternehmen in der Führungsaufgabe. Ich habe also dieses Nachfolgeproblem, was viele Betriebe haben, nicht. Bei mir scheint das jetzt geregelt, so wie es aussieht. Und ich glaube an die individuelle Mobilität. Das heißt, egal ob Pferd, Kamel, Kuh oder Kutsche, die Leute wollen sich individuell bewegen. Und dafür möchte ich als Dienstleister dastehen. Und da wir ein sehr servicelastiger Betrieb sind, glaube ich, dass uns in Zukunft dort auch die notwendigen Erträge möglich sein werden, um weiter zu existieren.